Heute schauen wir uns die Do-While- und die While-Schleife an. Dazu brauchen wir wieder unseren index.php und fangen gleich mal an damit. So, also wir schauen uns als erstes die While-Schleife an. Die sieht eigentlich aus wie eine Vorschleife. Es gibt kleine Änderungen. Und die ist, dass ich jetzt, also ich brauche wieder mein Schlüsselwort while. Dann brauche ich wieder eine Variable, i. Und die ist wieder kleiner gleich irgendwas. Da. Dann brauchen wir unseren Körper, diese Schleife. Und wir sehen hier schon, hier ist eigentlich, bevor es kurz sagt, hier passt eigentlich alles. Echo. Kann ich auch schon sagen. Und er sagt mir hier, hier passt etwas nicht. Er sagt mir immer, es i ist undefined. So, jetzt kann ich hier einfach mal sagen, $i ist gleich 0. Wenn ich das Ganze jetzt wieder laufen lasse, sehen wir hier schon, es passiert das, was ich in meinem letzten Video eigentlich nicht haben gesagt habe, was ich nicht machen werde. Mein Server wird hier, also mein Browser wird hier jetzt sicher gleich abstürzen, weil er Hallo jetzt unendlich mal schreibt. Deswegen werde ich das Ganze immer stoppen. Deswegen muss ich hier bei meiner While-Schleife $i++ schreiben, die Kurzschreibweise, dass i immer um 1 größer wird. So, ich muss das Ganze dann hier mal kurz abbrechen. Dass mein Laptop hier nicht abstürzt. Localhost. Werbung hier. So. Gerade noch gerettet mein PC. So. Jetzt sehen wir hier schon, dass dieser Code 5-mal ausgeführt wurde. Also eine Alternative. Wir können ja auch sagen, das ist wieder gleich jetzt, dann wird es jetzt öfter. Wir können hier auch wieder in mein PHP auf das Ganze zugreifen. Dann sieht das Ganze so aus. Ja, so. Aber vorher habe ich noch etwas gesagt von der Do-While-Schleife. Das ist meine While-Schleife. Schleife. So. Jetzt schauen wir uns die Do-While-Schleife an. So. Was ist da der Unterschied? Ich sage hier, erstmal brauche ich das Wort Do und habe diesen Körper hier. Kann ich aber mal sagen. Ich übernehme das Ganze hier mal. So, was ist jetzt ein Problem? Ja, er meckert hier schon, weil ich den nächsten Schritt noch nicht gemacht habe. Weil dieses Do hier steht, dass die Schleife einmal ausgeführt wird. Und jetzt brauche ich hier unten ein Kriterium. Und das ist wieder dieses While. Und jetzt kann ich mir einfach das Kriterium von oben nehmen und sagen, ich kopiere mir das hier mal rein. Muss hier dann natürlich noch ein Semikolon machen, weil die Bedienung ja beendet ist. Und sage ich jetzt mal, dass ich das Ganze hier mal rausnehme. Und sehe hier schon, es funktioniert. So, jetzt sage ich aber einmal, ist kleiner, sagen wir 1. Und wir sehen hier schon, der Unterschied zur While-Schleife ist, dass wenn ich das hier durchlaufe, ist i ist ja 0, läuft die Schleife einmal durch, i wird zu 1 und i ist ja dann i ist gleich 1, heißt ja, dass das Kriterium nicht gleich ist.
Und das bedeutet, dass die Schleife dann nicht mehr ausgeführt wird. Durch dieses Do hier wird die Schleife mindestens einmal ausgeführt. Und dann wird erst dieses Kriterium hier geschaut, ob das passt. Und wenn das nicht passt, dann wird das hier, wird es dann nochmal oder nicht mehr ausgeführt. Ich kann jetzt einfach auch mal sagen, den zum Beispiel, dann wird geschaut und er führt es mir neunmal durch. Jetzt zum Beispiel Kleider gleich mache, dann ist es hier 10. Und es wird 10-mal ausgeführt. Und das ist der Unterschied zwischen der While- und der Do-While-Schleife. Ich werde mir hier eine neue Variable nehmen müssen. Ich werde die einfach hier mal J nennen. Und werde hier einfach diese wieder diesen Trennstrich machen, dass wir einen Unterschied sehen. Ja, das Ergebnis sieht gleich aus. Wenn wir uns den Code hier wieder anschauen, sieht das Ganze jetzt etwas chaotisch aus. Und ja, das war's eigentlich. Natürlich können wir das Ganze auch wieder in der anderen Schreibweise machen, indem wir sagen hier PHP, übernehmen dieses while, hier ein Doppelpunkt, sagen wir PHP end while, kopiere hier meine Anweisung rein. Das will ich nicht. Lösch das. Ich werde das Ganze hier mal wieder auskopieren, weil sonst wird es nicht gehen. So, irgendwas falsch hier. Ah ja, hier haben wir schon das Problem. Ich habe hier i nicht plus plus vergessen, i plus plus geschrieben. Deswegen passt das Ganze hier jetzt nicht. Ich darf das jetzt nicht in das hier reinschreiben. Man sollte das hier drinnen machen. So. Jetzt sollte das Ganze hier passen. Und wir sehen ja auch schon, es klappt genau wie bei der Vorschleife. Einfach, es wird ausgeführt. Ich kann hier einfach meinen ganzen HTML-Text reinschreiben, wie ich das möchte, und muss jetzt nicht auf diese String-Syntax hier zurückgreifen. So. Das Ganze können wir natürlich auch mit der Do-While-Schleife machen. Ich werde das hier reinkopieren. Verwechselt mit der Vorschleife, da brauche ich die Doppelpunkte, bei der Waldschleife dann auch, aber hier bei der Do-While-Schleife brauche ich hier erstmal die Klammer auf und muss die Klammer hier unten wieder zumachen. Wir sehen jetzt auch schon, dass VS Code das nicht mehr anstreicht. Er sagt mir hier auch, dass er die Doppelpunkte hier nicht versteht. Und ja, das habe ich jetzt gerade verwechselt. Ja, aber jetzt klappt's ja. Und so schreibe ich das Ganze in der Do-While-Schleife. Kann hier einfach mal mein ganzes
meinen ganzen HTML-Text hier einfach mal reinschreiben. Da, das war's mit der While- und Do-While-Schleife. Wir sehen uns im nächsten Video und ciao!